bei diesem Sonntag. Im Predigttext, wir haben einige zur Auswahl und werden sie dann ansprechen, ist besonders das Gleichnis Jesu vom Weinstock und den Reben wichtig. Neues Leben soll auch neue Frucht bringen. Und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott allein bringt die wahre gute Frucht. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die ersten 8 Verse. Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Diese neue Aussicht gab Jesus auf dem Wege nach Golgatha seinen Jüngern und sagt, wenn das geschehen ist auf Golgatha, wenn das geschehen ist, dass ich den Tod überwunden habe, kriegt ihr ein neues Leben. Nicht das Alte, was ihr sonst habt, das wird nicht reformiert. Wie haben wir im Wochenspruch gehört? Das Alte ist vergangen. In Jesus ist Neues geworden. Und das hat er den Jüngern versprochen. Seid eine Rebe am Weinstock und dann werdet ihr ein neues, fruchtbares Leben führen können, was Gott gefällt und was im Himmel wiederzufinden ist. Und dies soll auch uns an diesem Tag Jubilate neu ermuntern, in diesem neuen Leben mit Christus Jesus leben zu wollen. Außer ihm gibt es kein neues Leben. Außerhalb von Christus bleiben alle Menschen im alten Leben stecken und müssen ihrer alten Natur leben. Und die alte Natur, was macht die? Sie ärgert andere nur und sich selbst auch. Sie schafft Leid. Sie baut nicht auf. Sie ist egoistisch. Sie denkt ja nur an sich. Und dann setzt die alte Natur Ellbogen ein, die anderen, die mich stören in meinem Leben, müssen weg. Aber das neue Leben ist ganz anders. Es ist ein Leben der Einladung und das kann nur Gott schenken, dieses neue Leben. Wir sollen daran erinnert werden, dass Gott in Jesus Christus nicht nur Sündenheiland ist und Sünden vergibt. Darüber sind wir sehr dankbar, nicht? Dass wir kommen können im Gebet und sagen, vergib uns unsere Schuld, sondern er ist auch der Geber eines neuen Lebens, eines ganz anderen Lebens, was wir zuvor noch nicht gekannt haben. Sündenvergebung und Lebensspender durch seine Auferstehung von den Toten. Das Bild vom Weinstock und den Reben zeigt, dass Gott uns in seine organische Gemeinschaft nehmen will und in Christus genommen hat. Warum, sagte Jesus das seinen Jüngern, ist er denn derjenige, der wirklich alles geben kann, was zu einem guten, göttlichen Leben, fruchtbaren Leben dient? Wir lesen ja bereits, dass er, Christus, uns zur Weisheit gemacht ist, und die Weisheit spricht ja auch in Sprüche 8 und sagt,
Der Herr hat mich schon gehabt am Anfang seiner Wege. Ich weiß doch von Anfang an Bescheid. Also fragt mich, habt Gemeinschaft mit mir. Ehe etwas da war, war ich. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Ja, so eine Hilfe brauchen wir von jemand, der schon vor Beginn der Schöpfung da war und uns unterrichten will. Meistens lassen wir uns ja nur von Menschen unterrichten, die auch nur in diese Welt geboren sind. Sie haben vielerlei Meinungen und die teilen sie uns mit und sie wünschen natürlich, dass wir gar auf ihre Meinungen eingehen. Aber es ist doch alles Stückwerk. Wir müssen und sollen uns an den halten, der schon vor Beginn dieser Welt war, der alle Dinge weiß. Bevor Meere geschaffen worden sind, da war ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die vom Wasser fließen, ehe die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, war ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hat, hatte noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens gemacht, war ich schon da. Als er die Himmel bereitete, war ich auch da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich da als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an die Menschenkinder. So hört nun auf mich, meine Söhne und Töchter, wohl denen, die meine Wege einhalten. Höret die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, zerstört sein Leben, sein eigenes Leben. Alle, die mich hassen, die lieben offenbar den Tod. Und hier verstehen wir, warum der Herr Jesus dieses Gleichnis gab. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nur hier fließt euch echtes Leben zu. Versucht euch nicht woanders anzudocken. Was wir gerne machen. Oh, der hat eine neue Botschaft, da gehe ich mal hin. Der hat was zu verschenken, da gehe ich mal hin. Nicht? Bei den Sonderangeboten stehen die Leute Schlange. Neueröffnung von Geschäften, stürmt man das Geschäft, weil man ja was umsonst kriegen kann, vielleicht was Neues. Überall laufen die Leute hin. Jesus sagt, ihr müsst angedockt sein bei mir. Jubilate, nur dann könnt ihr jubeln. Nur dann habt ihr das neue Leben. Durch den Heiligen Geist ist dieses Wunder der Gnade Gottes geschehen, dass alle, die Jesus aufgenommen haben, jetzt den Anschluss an das neue Leben bekommen haben, an das Leben der Auferstehung von den Toten. Ja, ist jemand in Christus? So hat der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth geschrieben. Dann ist er wirklich eine neue Kreatur. Und das können wir gar nicht oft genug betonen. Wir wollen da gar nicht drum orakeln. Neu ist neu. Eine neue Kreatur, also entspricht nicht der alten Kreatur. Die Frage kannst du dir selber stellen, ob du eine neue Kreatur geworden bist, ob du angedockt bist an Jesus, an diesen Weinstock. Eine neue Kreatur, das Alte, bei Gott ist das Alte vergangen. Er rechnet das Alte nicht mehr zu. Wir wissen, dass wir Menschen sind, die oft gesündigt haben und leider oft in Sünde fallen. Aber Gott rechnet uns das nicht mehr zu. Er zieht uns in das neue Leben, das ganz anders ist. Nämlich es ist das Leben Gottes in Jesus Christus. Und wir dürfen Zeugen sein dieses neuen Lebens. Nicht des alten Lebens, nicht was die Zeitung schreiben, sondern was Gott sagt. Zeugen des neuen Lebens, des Auferstehungslebens, das in Ewigkeit pulsiert. Durch den Weinstock Jesus fließt dieser Lebenssaft in die Reben
Und das ist hier ein Beispiel, die Jünger sind die Jünger, das sind wir. Und lässt dann Frucht entstehen. Trauben entstehen plötzlich. Und diese Trauben, die sehen nicht nur gut aus, die sind sogar genießbar. Das heißt, wir werden nicht nur angeschaut, weil dort eine gute Frucht an uns zu sehen ist, sondern man nimmt sie sogar gerne entgegen. Die Früchte, die Jesus Christus, der Weinstock, schafft, die wollen genossen werden von unseren Mitmenschen. Gott, der himmlische Vater, ist in diesem Gleichnis der Weingärtner, der dafür Sorge trägt, die Verbindung zu uns Menschen zu halten. Er umgräbt den Weinstock. Er schaut danach, ob es ihm gut geht und dass die Reben auch gut versorgt sind. Er gab den Zaun um diesen Weinberg herum. Das ist das Gesetz, was uns beschützen sollte vor falschem Tun. Er gab den Turm im Weinberg, der Ausschau, wo man Ausschau hielt nach den Feinden, die eventuell diesen Weinberg verderben wollen, den Turm des Glaubens. Und er gab die gute Erde des Verheißungssegens. Da kommt was Gutes bei heraus, nicht? Wir wissen ja in der Gartenarbeit, wenn die Erde schlecht ist, kommt auch nichts Gutes raus. Man braucht gute Erde. Verheißungssegen, jawohl. Er hält nach dieser gewünschten Frucht in deinem Leben Ausschau. Weißt du das? Gott sieht auf dich, der du ein Kind Gottes bist, und schaut nach, wo die Frucht wächst, für die er selber verantwortlich ist in dem neuen Leben. Und er will sie hervorbringen und sie soll sichtbar werden im Wesen und auch in den Taten. Eine Rebe, so sagt der Herr Jesus, hat in Wahrheit doch kein eigenes Leben. Eine Rebe ist total abhängig vom Weinstock. Verstehen wir das Evangelium? Willst du ein fruchtbarer Mensch sein, ein Mensch, der vor Gott bestehen kann, musst du dein eigenes Leben in seine Hand geben. Eine Rebe hat kein eigenes Leben mehr. Sie lebt von dem Weinstock. Und wenn der Weinstock ihr nicht zufließen kann, lassen kann, hat sie keine Frucht. Dann verdorrt sie sogar. Als Kinder Gottes durften wir das alte sündige Wesen mit dem neuen heiligen Wesen Jesu vertauschen. Das hat uns zum Staunen und zum Jubeln gebracht. Ja, wir hätten ja die ganze Welt auf einmal bekehren können. So froh waren wir über diese Erfahrung. Das neue Leben. Wie komme ich dazu? Wie sieht das aus? Wunderbar. Es löst also Freude aus. Es löst Jubel aus. Und da, wo keine Freude ist und kein Jubel, fragen wir uns, wo ist das neue Leben? Du glaubst an Gott, du glaubst an Jesus, aber du hast kein neues Leben. Wir haben ja grüßen lassen von unserem Bruder Manfred Lielke und ich freute mich, als wir dann auch noch Gebetsgemeinschaft haben, betonte er darin und sagte, danke Herr Jesus, dass wir dich kennen, aber das genügt nicht. Danke, dass wir dich haben. Das ist noch ein Unterschied. Man kann Jesus mit dem Munde bekennen, aber im Herzen nicht haben. Und das soll aber so sein. Das neue Leben ist nur da, wo wir Jesus im Herzen haben, ihn aufgenommen haben. Der Apostel Petrus hat das auch studiert und gelernt bei sich persönlich. Er war ja vorher immer so frisch drauf, alles regeln zu wollen und dabei hat er Schiffbruch erlitten. Aber als er dann Jesus aufnahm in seinem Herzen, hatte er ein neues Leben. Und dann hat er gesagt, auch zu den Gläubigen, jetzt sollt ihr hinfort die übrige Zeit, die ihr noch auf Erden zubringt, nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes leben. Das ist das Neue. Denn es ist ja genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach dem heidnischen Willen. Als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, greulichen Götzendienst. Und die anderen wundern sich.
dass ihr plötzlich das nicht mehr macht, dass ihr nicht mehr in dem unordentlichen Leben seid. Ja, wir haben ein neues bekommen. Und der Apostel Paulus hat das auch erfahren. Er war ja zuvor ein Verfolger der Christen, bis er Jesus aufnahm und anfing zu jubeln, dass er ein neuer Mensch war und wollte unbedingt dieses neue Leben unter die Menschen bringen. Er war der Apostel der Heiden. Und er fragte dann im Römerbrief Kapitel 6, ja, sollen wir denn weiter in der Sünde leben? Das machen wir doch nicht mehr. Das ist doch das alte Leben. Sollen wir weiter darin beharren, damit die Gnade noch mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind in Christus? Wir sollen jubeln über das neue Leben. Jünger Jesu wollen so leben wie ihr Heiland, Herr, wie ihr Meister, Jesus. Ein Beispiel brachte mal der gesegnete Erweckungsprediger Spurgeon. Er sagte in die Versammlung hinein, dass kein Mensch gerettet werden kann, wenn er seine Sünde zu behalten wünscht. Wenn er sein altes Leben so weiterführen möchte, wie er es getan hat, kann er nicht gerettet werden. Er muss vielmehr alle falschen Wege und Wünsche aufgeben. Aufgeben. Wenn zum Beispiel jemand, der am Alkohol gebunden war, sagt, ja, ich will doch gern in den Himmel, aber irgendwie möchte ich gerne meine Whiskyflasche noch durchschmuggeln und mitnehmen. Der kommt nicht hinein. Und wenn ein anderer vielleicht sagt, ich wäre gern ein Christ, aber ich mag die geistlichen Lieder nicht, ich singe lieber Schlager und ergehe mich ansonsten lieber in den weltlichen Geschehnissen, der kann auch nicht die Gemeinschaft mit Jesus pflegen, denn die Gemeinschaft mit Jesus ist ein neues Leben. Und wenn wieder ein anderer sagt, ich bin ganz gern am Sonntag mit den Frommen zusammen, aber in der Woche sollen mir meine weltlichen Vergnügungen nicht genommen werden. Die kann ich nicht aufgeben. Nun, dann kannst du eben nicht in den Himmel eingehen, so sagte dieser Prediger. Denn Jesus rettet uns nicht in der Sünde, sondern von der Sünde. Er löst uns von dem alten Leben. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Der Kirchenvater Augustin, der im 4. Jahrhundert lebte, war ja auch ein ganz schönes Früchtchen zum Leidwesen seiner Mutter. Mit 19 Jahren hatte er schon uneheliches Kind und es war ja damals nun noch was ganz Außergewöhnliches. Er ging gerne zu den Huren, er lebte gerne in allerlei Gottlosigkeit. Und die Mutter betete, weinte. Sie war kaum zu trösten über diesen Sohn. Sie wünschte, dass er doch endlich Jesus kennenlernte. Und es dauerte lang. Erst um 30 Jahren herum etwa fand er plötzlich doch zu Jesus Christus. Vorher hatte er versucht, über Jesus nachzudenken. Er wollte ein Humanist sein. Ja, ist ein großer Lehrer. Ja, der sagt was Gutes. Aber er kannte nicht, dass er ihn braucht in seinem Herzen. So wie viele Theologen heute über Jesus nachdenken, aber Jesus nicht im Herzen aufnehmen. Das neue Leben gar nicht kennen, sondern philosophieren über Jesus Christus. Als dieser Augustin aber gläubig wurde und eine neue Kreatur, begegnete ihm auf der Straße die damalige Frau, mit der er gehurt hat und dann hat er ein uneheliches Kind bekommen. Und sie sprach ihn an, Augustin, ich bin es ja. Und da er nicht an ihr vorbeikommen konnte, ohne eine Antwort zu geben, erwiderte er nur, ja, aber dies bin ich nicht. Das heißt, Augustin ist jetzt ein anderer Augustin. Ich bin es nicht, den du da meinst. Er kann mit dir nichts zu tun haben,
denn er ist ein anderer Mensch geworden und er will seine früheren Wege vergessen. Eine neue Kreatur. Da fängt der Jubel an. Das Alte ist vergangen. Ich bin nicht mehr der Augustin. Ich bin jetzt ein anderer. Und damit kann ich mit dir nicht mehr den Weg gehen in dieser Welt. Ich gehe jetzt mit Jesus. Das ist es, was der Herr von uns will. Vergiss die Reize der Sünde, wie du ja auch die schillernden Farben der Schlange, die manchmal sehr gut aussehen kann, vergisst, wenn sie dich gebissen hat. Dann denkst du nur noch an den Biss. Und die Schlange, der Satan, hatte Jesus beißen dürfen zum Tode. Für mich, für dich. Vergiss diese schillernde Welt. Wende dich zu Jesus. Jubilate, nur dort hast du Freude. Dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben zeigt uns eben diese Heilung und die Heiligung im neuen Leben. Die Verbindung mit Jesus lautet, Jesus für uns und wir für Jesus. Jesus in uns und wir in Jesus. Jesus mit uns und wir mit Jesus. Diese enge Verbundenheit, das ist das Neue. Und auch in den Kapiteln danach im Johannesevangelium hat das ja Jesus in seinem Gebet beschrieben. Jetzt sind sie in mir, die Jünger. Sie gehören nicht mehr zur Welt. Aber sie sollen Zeugen in dieser Welt sein. Gott hat uns durch seinen Sohn in die Gemeinschaft mit ihm aufgenommen. Wie der Weinstock die Rebe aufnimmt, damit schon während der Erdenzeit wir Loblieder singen können, jubeln können. Und wenn ich vorhin so zugehört habe, wie die Gemeinde gesungen hat, hätte man sagen können, Jubel, Lob, Amen. Wir hören schon auf, alle sind froh. So hörte sich das an. Ja? Es soll froh sein in deinem und in meinem Herzen. Lass dir das aus dem Evangelium sagen, Jesus starb für dich. Er starb für mich, für uns alle starb er am Kreuz. Warum? Damit wir zum Jubeln kommen in dem neuen Leben. An die Gemeinde zu Ephesus schrieb der Apostel Paulus Folgendes und begründete dieses neue Leben und diese Freude darin, indem er sagte, 1. Kapitel, Vers 12 und weitere, wir sollen etwas sein zum Lob und zur Ehre Gottes, zu seiner Herrlichkeit. Dein Leben soll etwas sein zum Lobe Gottes. Und dann wird es auch ein Segen sein für die Mitmenschen. Er ist der wahre Weinstock. Er ist nicht ein wilder Weinstock, sondern der wahre Weinstock, sagt Jesus Christus. Er will damit sagen, dass das, was der Mensch aus sich selbst tun will, nicht zu dem wahren Weinstock führt. So wie Israel nach dem Gesetz versuchte, selig zu werden, doch nicht mit dem Segen, bleibenden Segen aus dem Himmel gespeist werden konnte. Das können wir auch in dem Propheten Jesaja lesen, das möchte ich aber gerne jetzt überspringen. Jesus ist der wahre Weinstock, in dem wir das heilige, ewige Leben haben, weil er allein das Gesetz der Heiligkeit Gottes erfüllt hat. Denn er sagte ja, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin der Einzige, der es erfüllt. Ich komme, es zu erfüllen für dich. Darum bin ich der wahre Weinstock. Und ich gebe euch den wahren Segen, der euch glücklich macht. Lebensfrucht, Zeugenfrucht. Jesus ist des Gesetzes Ende. Versuche nicht nur ein besserer Mensch zu werden, es wird dir nicht gelingen, sondern sei ein anderer Mensch. Durch den Glauben an Jesus Christus. Diese Einladung zu dieser Gerechtigkeit, die Gott in Jesus für uns erworben hat, gilt auch heute allen Menschen, auch dir. Jeder soll das frohmachende und fruchtbare Leben mit Gott im Jubel erfahren. Eine Rebe am Weinstock sein.
Ich möchte uns da noch kurz darauf hinweisen, was denn da alles drin verborgen ist. Zunächst dürfen wir in unserem eigenen Leben den Segen als Rebe am Weinstock durch die Gemeinschaft mit Gott erfahren. So wie Paulus es an die Epheser schrieb: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel, himmlischen Gütern durch Christus. Das ist die erste Erfahrung, ein großer Reichtum, den wir im Herzen haben dürfen. Ein zweites: Wir haben Sicherheit als Rebe an dem Weinstock Jesus. Er hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Kinder Gottes zu heißen, ist das nicht ein Grund zum Jubeln? In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir haben Heilsgewissheit in ihm. Wer als Rebe am Weinstock ist und bleibt, der weiß, wo er hingehört. Paulus sagt es so ganz unverblümt: Ja, der Geist Gottes gibt Zeugnis deinem Geist, dass du Gottes Kind bist. Brauchst du gar nicht drum herum reden oder fragen. Du weißt das dann. Du hast Heilsgewissheit. Manch einem wird ja gefragt: Weißt du, ob du in den Himmel kommst? Ja, ich hoffe es. Das genügt nicht. Du musst es wissen. Und wenn du eine Rebe bist am Weinstock Jesu, dann weißt du das. Heilsgewissheit. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und ich werde geführt. Denn Gott hat uns wissen lassen, schreibt der Apostel, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat. Das heißt, wir müssen nicht mehr ins Ungewisse durch diese Zeit wandern und laufen. Der Herr hat uns den Weg gebahnt. Wir erleben täglich die persönliche Leitung durch den Heiligen Geist. Gesicherte Führung. Und in ihm haben wir auch schon die Vorsorge. In ihm sind wir, so heißt es weiter im Epheserbrief, Erben. Dazu sind wir eingesetzt worden. Wir sind dazu bestimmt, nicht nach dem Vorsatz dessen, dass wir verloren gehen, sondern dass wir das Erbe empfangen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Uns ist also die Herrlichkeit des Himmels, die Wohnung im Himmel zugesagt für Jung und Alt. Und wir sagen da ja nichts Besonderes. Junge Menschen werden aus der Welt gerufen, alte Menschen werden aus der Welt gerufen, mittelalterliche, jeden Tag. Wenn du eine Rebe bist am Weinstock, hast du die Vorsorge Gottes, der dir einen Platz im Himmel festgeschrieben hat. Und eine eindeutige Verständigung gibt es dann mit Gott und seinem Willen. Denn es steht geschrieben, dass der Geist Gottes uns vertritt in unseren Gebeten aufs Beste. Er verklärt unser Leben vor dem himmlischen Vater, sodass alles klar und verständlich ist. Wir sagen ja manchmal, mir fehlen die Worte zum richtigen Gebet. Da habe ich es auch richtig gesagt. Keine Sorge, bist du eine Rebe am Weinstock, werden deine Anliegen so verklärt, dass sie im Himmel gut ankommen. Und umgekehrt wirst du unterrichtet über den besten Weg durch diese Zeit. Als Rebe am Weinstock Jesu zehren wir von den größten Gaben und Geschenken, die Menschen überhaupt je empfangen können. Unser ganzes Leben ist dann mit den besten Versorgungsströmen durchzogen. Jubilate. Denn diese Frucht des Wesens wird uns zuteil, des Wesens des Sohnes Gottes, die da ist Liebe, die Freude bedeutet und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Das sind alles Eigenschaften, die wir gar nicht haben, die wir vielleicht im Ansatz versuchen zu produzieren, aber wir haben sie nicht. Wir haben sie durch Jesus. Weil er derjenige ist und er, wenn er von Liebe spricht, dann ist es eine Liebe, die niemals aufhört. Sie duldet alles, sie erträgt alles, sie hört niemals auf. Das ist die Liebe, die dann diese Rebe bekommt, die am Weinstock bleibt. Verstehen wir, was der Herr Jesus hier den Jüngern und uns sagen wollte?
Jesus will uns auch die Frucht des Mitleids geben. Ich sagte ja vorhin, als natürliche Menschen denken wir immer nur an uns. Und wenn wir an andere denken, dann denken wir dabei, dass wir auch noch etwas von dem anderen kriegen. Der natürliche Mensch ist nicht uneigennützig. Er sucht immer auch etwas für sich, zumindest einen Dank. Aber Gott gibt einfach frei heraus seinen Segen. Und solche sollen wir auch sein. Wir kennen das Beispiel, was der Herr Jesus gab von dem barmherzigen Samariter. Da ging ein Priester und ein Levit von Jerusalem nach Jericho, sahen einen Überfallenen, gingen vorbei. Sie hatten das Wort, aber der Samariter, der Ausländer, der hatte die Tat und bestätigte durch seine Tat das Wort. Das ist wunderbar. Mitleid. Ja, verstehen wir? Das will Gott in Jesus Christus wirken in den Reben. Und darum sagt Jesus auch, bleib doch bei mir. Bleib bei mir. Und ich weiß, es ist nicht einfach in unserer Zeit bei Jesus zu bleiben. Wir werden so viel gegängelt in unserer Zeit. Wir hören Nachrichten, die belasten uns. Wir denken darüber nach, schwatzen mit den anderen darüber, diskutieren, was das alles sein könnte und sind völlig gefangen von diesen Medien, die uns so viel Furchtbares berichten. Jesus sagt, bleibt einfach bei mir. Da hört ihr diese dunklen Botschaften gar nicht. Denn da ist Jubilate. Da ist Jubel angesagt für das, was ihr dort hört. Bleibt einfach bei mir. Denn eine jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die wird er noch tiefer reinigen, der Vater, dass sie noch mehr Frucht bringt. Also Gott hat immer mehr zu geben, als er schon gegeben hat. Wir dürfen nie denken, Gott ist am Ende mit seinen Gaben und seiner Fürsorge. Die Frage ist ja, will ich das, willst du das? In Jesus bleiben heißt, unser Leben im Gehorsam gegen das Wort zu führen, das er uns sagt. Schon in dem Buch der Sprüche steht, den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Wunderbare Verheißung. In Jesus bleiben heißt, keiner erkannten und bekannten Sünde weiter leben zu wollen. Johannes hat das auch so deutlich gemacht, gesagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht bewusst. Der sündigt nicht, sondern er bewahrt sich. In Jesus bleiben heißt, in ihm, in der Verbindung durch das Lesen seines Wortes und im Gebet zu bleiben, das heißt, nicht in den Anfechtungen fallen zu müssen. In Jesus bleiben heißt, so wie es die ersten Gläubigen vor uns, die Christen, getan haben, Beständigkeit zu haben in der Lehre der Apostel, Gottes Wort, in der Gemeinschaft der Gläubigen, im Brotbrechen waren sie beständig, das heißt im Gedächtnismahl, immer wieder daran denken, was hat Gott in Jesus für mich getan, und im Gebet, in der Gebetsgemeinschaft. Das heißt in Jesus bleiben. Ein ungeteiltes Herz haben mit Liebe und Dankbarkeit für die persönliche Erlösung. Denn Jesus sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt doch in meiner Liebe. Das Leben mit dem Herrn ist einfach, wenn wir als Rebe am Weinstock bleiben. Und da will ich zum Schluss einen Simon Bornmeister zitieren, der ein schönes Lied geschrieben hat von dieser Abhängigkeit von Gott, der uns doch mit allem versorgt. Und da lauten diese Verse so, Menschenkind, mach es in deinen Sachen, lass nur Gott für dich sorgen, für dich wachen, Arbeit und bet, er wird dir alles geben, was nötig ist zu deinem ganzen Leben. Vertraue Gott und ehre seinen Willen. So wird er dich mit Gnade und Güte erfüllen. Er sorgt schon, wie er dich mög erhalten.
lass du nur Gott noch ferner für dich walten. Jubilate, Jubilate, Gott hat dir 3 Stützen gegeben. Lass sie heute neu zu. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, die Liebe darin ist die größte. Denn Jesus sagt, darin wird der Vater im Himmel verherrlicht und geehrt, dass ihr viel Frucht bringt. Darüber wird Freude schon in unserem Herzen hier und auch im Himmel sein. Jubilate. Amen. Amen. Lasst uns anbeten und dazu.